Achtung, Frühling, jetzt wird's laut. Lustig und lecker. Janina und Flo testen 5 verschiedene Gadgets für den perfekten Frühlingstag. Wir starten mit dem Gadget Fahrradblinker. Für rund 59 Euro verspricht der mehr Sicherheit beim Fahrradfahren. Einfach die Blinker-Grips drauf und ab geht's. Einmal drücken und es blinkt. Länger drücken und es leuchtet. Mit dem Blinker soll auch im Dunkeln, wenn der ausgestreckte Arm nur schwer zu sehen ist, kein Fahrradfahrer mehr übersehen werden. Und? Wie war's? Ja, super. Also funktioniert ganz gut. Griffig ist es auch, also gute Verarbeitung. Aber es funktioniert nicht bei allen Rädern, also bei dem jetzt schon. Aber wenn man jetzt einen anderen Lenker hat, funktioniert es nicht. Und der Preis ist ein bisschen zu hoch. Von dem her gebe ich 3,5. Nach so viel Wadenstrampeln gibt's jetzt erstmal eine süße Belohnung. Super sweet und super easy soll dieses Gadget sein. Der Eis-Sandwich-Maker für rund 17 Euro. Herzchen für die Liebsten, Sternchen für die Freunde und einen Kreis für alle, die's simpel wollen. Ja, ganz gut. Einfach einen Keks ausstechen, eine Portion Eis dazu und zum Schluss wieder einen Keks. Fertig. Geht es bald. Um die Resteverwertung kümmert sich dann das Krümelmonster. Und wie viele Blümchen gibt's hier? Eindeutig 5. Ja. Also total cooles, schnelles Dessert, mal was ganz anderes. Die Form ist super, hat funktioniert mit weichen und mit harten Keksen. Von dem her top, ne? Mhm. Und was darf beim Picknick im Freien nicht fehlen? Richtig Obst und Salat. Damit beides lange frisch bleibt, packen Janina und Flo das in sogenannte Frozy Packs. Die coolen Lunchboxen gibt's ab 19 Euro. Nach rund 10 Stunden im Gefrierfach sollen die Deckel mit Kühlelementen das Frozy-Pack bis zu 7 Stunden lang kühlen. Ob's funktioniert, sehen wir gleich. Angekommen wird erstmal die Picknickdecke ausgepackt und die verspricht vollen Sound. Unser Gadget Nummer 4, die Picknickdecke mit Lautsprechern für rund 45 Euro. Handy anschließen und loshören. Ah. Volle Lautstärke. Bei der Größe der Decke müssen die beiden schon ein bisschen näher zusammenrücken. Und wie viele Blumen gibt's? Also ja, wir müssen mindestens 2 Blumen abziehen, weil die Decke für den Preis einfach zu klein ist und der Sound könnte auch ein bisschen besser sein. Ja, also 3 von 5. Genau. Ja. Und ob sich die anderen Picknicker über den lauten Sound freuen? Zur Not kann man die Box noch einfach abnehmen. So, zurück zum Frozy Pack, das mit Hilfe von Kühlelementen Essen kühl halten soll. Wie frisch sind Salat und Obst nach 3 Stunden? Hat sich gut gehalten. Bisschen. Also Salat ist kalt. Mhm. Ne? Tja, dann haben die Kühlelemente in den Deckeln wohl ganze Arbeit geleistet. Wie viel Blumen gibt's dafür? Ja, ich würde sagen 2 Blümchen und eine gerupfte. So. Ja. Also an sich. Es funktioniert alles, eine gute Idee, aber einfach ein bisschen teuer dafür und ja. Und auch zu klein, ne? Genau. Also wenn man richtig viel mitnehmen möchte, dann ist es zu klein einfach. Ja. Und jetzt nochmal ein richtiges Männerspielzeug. Gadget Nummer 5, das Multifunktions-Steady-Tool. Das Taschenmesser für rund 60 Euro hat 12 Funktionen. Was es von anderen Taschenmessern unterscheidet? Das Steady-Tool funktioniert auch als Fotostativ. Und was denkt ihr beiden? Okay, also als Männerspielzeug ist es ganz nett. Von dem her, ich würde 2 geben, aber der Preis ist eindeutig zu hoch. Von also, dem her, 2 Blumen. 5 verschiedene Gadgets für den perfekten Frühlingstag haben wir getestet. Welches Gadget holt den Sieg? Und unser Favorit ist? Also mein Herz pocht für den Mini-Eis-Sandwich-Maker. Ja, der hat am besten funktioniert. Auch. Preis-Leistung hat gepasst und von dem her ist es von allen getesteten das beste Gadget. Eindeutig. Na dann hoffen wir mal, dass das nächste Frühlingspicknick nicht allzu lange auf sich warten lässt.